Gernsheim wurde um 1.16 Uhr zu einem brennenden Gefahrgut-LKW auf die Autobahn alarmiert. Zuerst nur zur Unterstützung der Feuerwehr Funkstadt. Vor Ort bzw. auf der Anfahrt konnte durch den großen Feuerschein bereits abgeschätzt werden, dass das eben Schwierigkeiten geben wird, auch mit der Löschwasserversorgung. Wir sind daraufhin mit unserem Tanklöschfahrzeug auf die Autobahn aufgefahren und haben die schon vor Ort befindlichen Kräfte der Feuerwehr Funkstadt, die eben auch mit Tanklöschfahrzeugen und so ziemlich allen wasserführenden Fahrzeugen, was hier in der Umgebung verfügbar war, bereits im Einsatz waren. Es wurde dann nach einer vorliegenden guten Wasserversorgung über die Feldbrunnen in der Gemarkung am Entfeld ein Löschangriff vorgetragen mit jede Menge Schaum, weil es sich herausgestellt hat, dass hier 36.000 Liter Heizöl bzw. Dieselkraftstoff und Benzin in einem verschiedenen Mehrkammersystem gebrannt haben. Ja, der erste Eindruck war schon sehr imposant. So ein Tanklastzug mit 36.000 Liter Heizöl brennend. Also es gibt durchaus mittlerweile Videos, die das dann entsprechend zeigen. Sehr warm und sehr großes Feuer. Ja, im Prinzip hat man das Feuer erst mit einem bestehenden stabilen Löschwasserversorgung und viel Schaum in den Griff bekommen. Aufgrund dieser schwierigen Situation, Löschwasserversorgung auf der Autobahn, bis die eben steht, hat das Feuer auch eine Zeit lang einfach brennen können und die Feuerwehr konnte da zuerst nicht effektiv löschen. Ja, insgesamt sind wohl drei Fahrzeuge beteiligt. Alle Fahrer sind mit leichten Verletzungen aus dem Unfallgeschehen hervorgegangen. Die Fahrzeuge selbst sind entsprechend Totalschaden und auch die Fahrbahn muss sicherlich noch saniert werden. Zum Unfallhergang kann ich nichts sagen, da sind Gutachter im Einsatz, da wird die Polizei ermitteln. De facto, wie Sie gesagt haben, von den Baustellenfahrzeugen her handelt es sich um eine Nachtbaustelle. Was genau passiert ist, entzieht sich meinen Kenntnissen. Ja, in dem Tankfahrzeug, was Sie hinter uns sehen, in dem Mehrkammerfahrzeug, befindet sich noch eine Kammer, die noch weniger in Mitleidenschaft gezogen wurde. Dort befinden sich noch rund 7 Kubikmeter Kraftstoff, der natürlich erstmal abgepumpt werden muss, bevor dann das Fahrzeug geborgen werden und dann die Fahrbahn gereinigt werden kann. Insofern sieht es nach momentanem Stand so aus, dass die Fahrbahn in beide Richtungen erst wieder in den frühen Morgenstunden befahrbar sein kann, gegebenenfalls in Fahrtrichtung Norden gar nicht.